Erzengel Gabriel, Tagesbotschaften. Empfangen durch Shelley Young, übersetzt von Yvonne Moore. 18. November 2021. Der Weg des puren Seins bedeutet nicht, dass ihr nichts mehr tut. Er bedeutet, dass ihr einfach inspirierte Dinge tut, wenn die Energien es unterstützen und es sich für euch gut und stimmig anfühlt. Ihr entwickelt euch über die alten Wege hinaus, immer zu tun, 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 um euch gut oder würdig zu fühlen. Seht ihr, es ist an der Zeit, dass euer Sein zu eurem Tun führt, anstatt zu versuchen, mit dem, was ihr tut, zu bekunden oder zu beweisen, wer ihr seid. Wenn ihr eure Authentizität in den Mittelpunkt eures Handelns stellt, werdet ihr zur reinsten Ausstrahlung eures wahrhaftigen Lebensausdrucks. Und dann erfahrt ihr eine weitaus größere Zufriedenheit mit eurer Reise als je zuvor. Erzengel Gabriel durch Shelley Young. Grazie Gott, ihr Lieben, hier bin ich wieder. Ja, das pure Sein. Erstmal ganz lieben Dank für die Glückwünsche für meinen Podcast von gestern. Das baut auch immer Druck auf. Einer Freundin habe ich gleich gesagt, ja gut, vielleicht sollte ich es wie eine Spitzensportler sehen, am Höhepunkt abtreten. So. Gestern habe ich scheinbar die Weltmeisterschaft in Podcasts gewonnen, also zumindest die interne, die Wolfgang gegen Wolfgang Podcast Weltmeisterschaft. Und ja, jetzt muss man mal gucken, was danach noch kommen kann. Ja. Mir ist es ja oft nicht klar, ob ein Podcast wirklich gelungen ist oder nicht. Ja. Das kriege ich dann durchs Feedback mit, dass ja, der ein oder andere Podcast einfach mehr gefeiert wird als ein anderer. Ja. Und ich mache es täglich und jetzt schon ja, über ein halbes Jahr. Ich weiß gar nicht, wie lange ich das schon mache. Irgendwie seit April. Aber ich habe nicht wirklich Anfang April angefangen. Ich weiß es nicht, ja. Es ist witzig. Genau, und ja, das sind inspirierte Handlungen. Ich habe übrigens die geistige Welt einfach gebeten. Ich habe es jetzt einfach auch in mein Gebet aufgenommen, dass eben die Podcasts unterstützt werden, ne? Weil ich so fühle, dass ich ja inspiriert werde, wobei wir ja dann bei dem heutigen Text angekommen wären. Und ich bekomme eben ja dann so Bilder rein oder so Blitzgedanken, eben die Intuition, ist, die flackert ganz oft auf während der Podcast und während ich spreche. Und letztendlich kann ich mich auch zurücklehnen und sagen, ja gut, also da ich ja nicht zuständig bin für die Qualität der Podcasts, sondern meine Inspiration und die kommt von der geistigen Welt, also na, mal schauen, was sie noch so bringen, ja. Ich bin sozusagen der Torjäger. Die Flanken müssen aber von der geistigen Welt kommen. Oder eben von meinem höheren Selbst. Das bin ja dann wieder ich. Also hoffentlich immer mehr bin ich mein höheres Selbst. Ja, heute kam ein Text rein, den habe ich noch nicht vorgetragen, aber der wird ja heute Nacht wahrscheinlich veröffentlicht. Wahrscheinlich lese ich heute Nacht mal zwei Texte. Obwohl der Arcturianische Rat, der fällt ja freitags aus. Ne, heute ist nicht Freitag, heute ist Donnerstag. Mann, es bringt mich aber auch immer ein bisschen durcheinander, diese Zeitversetzung. Ja? Früher musste ich einfach nur völlig hirnlos rechts unten beim Monitor schauen, der wievielte ist heute. Und ja, mittlerweile muss ich meinen Tag abziehen, weil ich selten vor 0 Uhr schaffe, den Arcturianischen Rat zu lesen. Und somit bin ich ja, streng genommen immer einen Tag zu spät. Aber es sind halt ein paar Stunden, ja, die ich da ein bisschen später dran bin, weil Daniel eben mittlerweile zu einer normalen Zeit dort channelt auf Hawaii. Und die sind 12 Stunden hinterher. Und wenn er es ja, vormittags macht, dann habe ich nicht mehr viele Stunden, um es noch am gleichen Tag zu veröffentlichen. Ja, am offiziell gleichen Tag. Ja. So. Aber ich genieße es momentan sehr. Also ich dachte mir am Anfang, ah, habe ich da zwei Arbeitszeiten. Aber dann habe ich nachts schon was gemacht und für nächsten Morgen sind schon Texte veröffentlicht und ihr habt schon was zum Hören und das finde ich ja nicht ganz gut so.
Na gut, jetzt muss ich ein bisschen rumeiern. Und zwar geht es um die Proteste, die von FM 144 sogar hoch geschätzt werden. Und das, ja, das widerspricht so ein bisschen dem, was ich fühle, dass eben Proteste ja keinen Sinn machen, weil sie der anderen Seite nur Macht geben, es größer machen und so weiter. Es wird aber sowieso Proteste geben, also insofern muss man sich da auch keine Gedanken machen. Und genau darum geht's. Ja? Es geht ja nicht darum, zu gucken, ob Proteste sinnvoll sind oder nicht. Das ist total irrelevant. Sondern es geht darum, was ist es für dich? Was ist für dich dran? Ja? Fühlst du dich inspiriert? Oder, und da komme ich auch gleich auf eine Stelle, die hier im Text ganz wichtig ist, dass wir eben warten sollten auf Inspiration, bis wir etwas tun, anstatt eben mit dem, was wir tun, zu bekunden oder zu beweisen, wer wir sind. Und diesen Druck haben wir ja auch im Prinzip in unserer Szene, ja? So nach dem Motto, was, du machst gar nichts. Ja, du musst doch was machen, ja? Die Welt braucht uns jetzt, ja? Alle los! Wehrt euch oder was auch immer da propagiert wird. Und alle sollten quasi einen YouTube-Kanal haben und ihre eigenen Texte auf ihren Blogs veröffentlichen und in ganz vielen Gruppen dabei sein und ganz viele Telegram-Kanäle abonniert haben, um andauernd informiert zu sein. Also man muss super aktiv sein in der Wahrheitsszene und alles wissen und alles kennen und ein witziges Geräusch, oder? Ja, und das alles nur, um der äußeren Szene zu beweisen, dass man dazugehört, dass man ein wichtiger Teil ist, dass man aktiv ist, dass man sein Licht zeigt, ja? Als ob man sein Licht nicht daheim zeigen könnte, weil es einfach ganz natürlich ist, dass das Licht scheint. Das war ein gestern Gedanke, der mir beim Joggen gekommen ist. Und zwar das aktive Senden von Licht und Liebe. Ob das in dieser Form überhaupt notwendig ist. Ob wir nicht einfach auch akzeptieren können, da sind wir wieder bei unserem Sein, dass wir Licht und Liebe sind. Ja? Und genau, mir kam dann so ein Bild rein, ja, das ist so ungefähr so, als ob du einem Tiger sagen würdest, sei ein Tiger. Ja? Jetzt versuch mal wirklich ein Tiger zu sein. Ja? Streng dich an, ein Tiger zu sein. Ja? Das heißt, wenn ihr Lichtarbeiter seid oder Lichtbringer oder wie ihr es auch immer nennen wollt, da hatte ich ja auch schon mal drüber gesprochen, dass das da auch schon wieder Spaltung gibt. Ja. So, warum nennst du dich Lichtarbeiter? Das ist schlecht. Nenn dich lieber Lichtbringer. So. Oder nenn dich lieber Licht oder Leuchte. Oder Leuchtposten. Was ist denn los mit mir jetzt gerade? Ja, natürlich ist es positiv, auch das schicken zu wollen. Ja? Nicht unbedingt, um anderen zu beweisen, dass man das macht, sondern wirklich, um es zu machen. Und ich bin darauf gekommen, weil die Tennisspielerin Naomi Osaka in Sorge ist um ihre Berufskollegin, die Tennisspielerin Peng Shuai, die, wer es nicht mitbekommen hat, einem hohen chinesischen politischen Funktionär vorgeworfen hat, sie vergewaltigt zu haben oder zumindest sexuell belästigt. Aber nee, es geht wirklich um schwere Missbrauchsvorwürfe. Und da hat eben Naomi geschrieben auf Twitter, hallo zusammen, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber ich bin informiert worden, dass eine Tennisspielerin vermisst wird, nachdem sie öffentlich gemacht hat, sexuell missbraucht worden zu sein. Zensur ist in keinem Fall okay. Ich hoffe, dass Peng Shuai und ihre Familie in Sicherheit sind. Ich bin schockiert über die Situation und schicke Liebe und Hoffnung. Ja, ich lese gerade bei RTL ab. Wisst ihr, was die in Wirklichkeit geschrieben hat? Und da hat es mich wirkt, es hat mich zutiefst berührt. Ich musste wirklich mir eine Träne verdrücken, weil sie hat nämlich geschrieben, and I'm sending love and light her way. Und das bedeutet, dass sie Licht und Liebe geschickt hat. Und es kann mir keiner erzählen, dass die RTL-Jungs so blöd sind, zu übersetzen, dass Leid Licht heißt und nicht Hoffnung. Also es gibt hier einen wirklichen Grund, warum jemand nicht wollte, dass Naomi Liebe und Licht schickt.
weil das nämlich triggert. Ja? Wenn ihr das Wort Licht hört, als unbewusster Mensch, passiert was mit euch. Es erinnert euch nämlich an das, was ihr wirklich seid. Hoffnung ist ziemlich dämlich, ehrlich gesagt. Ja? Man soll nicht hoffen, sondern man soll glauben und wissen. Hoffnung ist sehr schwach. Ja? Sagt man ja oft, hoffentlich geht es dir gut und so, das ist immer ganz lieb gemeint und so. Aber es ist wirklich nicht das Gleiche wie Licht. Kompletter Unterschied. Ja? Also nicht gerade das Gegenteil davon, aber ihr könnt ja mal reinfühlen, ne? Wie schwach Hoffnung ist und wie stark Licht ist. Ja, zur Ehrenrettung unserer freien Presse möchte ich sagen, dass NTV es richtig übersetzt hat und der Standard auch. Der Stern hat es nicht geschrieben, hat es aber auch nicht wörtlich übersetzt, sondern einfach nur wiedergegeben, was sie gemeint hat. Aber ja, grundsätzlich fand ich es halt klasse, dass sie es geschrieben hat, ja? Dass sie wirklich Liebe und Licht sendet. Dabei fällt mir eine Situation meiner Lehrerin Freundin ein. Die hat bei einer Prüfung einem sehr nervösen Jungen, ja, da haben sich die Prüfungsbeaufsichtigten schon ein bisschen Sorgen gemacht, ich glaube, es ging sogar wahrscheinlich ums Abitur, ich weiß es nicht mehr genau, hat sie eben Liebe und Licht geschickt. Und dann hatten sich die Kollegen auch unterhalten über den eindeutig etwas auffälligeren Jungen. Und sie hat dann einfach gesagt, dass sie Liebe und Licht geschickt hat. Und der eine Kollege fragt dann den anderen, kannst du das? Und der andere, nee, keine Ahnung. Ja, was daran natürlich genial ist, dass man die Menschen nicht belehrt hat, gesagt hat, mach das doch mal so muss man das machen, sondern man hat einfach gesagt, was man gemacht hat und erwartet gar nicht, dass die anderen das verstehen, will das dann auch nicht näher erklären. Also es passt dann so und die anderen haben es aber gehört. Ja? Und deswegen habe ich eben auch diese Sätze auf Twitter von Naomi so gefeiert. Das ist einfach großartig. Ja, und jetzt kommen wir wieder zu der Idee. Warum sollte ein Tiger versuchen, ein Tiger zu sein? Das ist so lächerlich, ja. Das ist uns sofort vollkommen klar. Na gut, der ein oder andere Disney- oder Pixar-Film könnte eine Story draus machen, ja. Mit einem Löwen gibt es, glaube ich, auch irgendwie so schon einen Film, der eben Identitätsprobleme hat. Aber ja, jeder echte Löwe hat das nicht. Das kann ich euch sagen. Der weiß einfach, dass er ein Löwe ist, ja, und verhält sich auch dementsprechend. Ja. Dieses Wissen ist tief in ihm verankert und kann ihm auch nicht genommen werden. Ja. Der hat keine Identitätskrise, gibt's nicht. Können nur Menschen haben, weil sie sich zu viel Gedanken machen, ja, weil sie eben nicht inspiriert denken. Weder inspiriert handeln, noch inspiriert denken. Das ist schon ein ziemliches Problem. Diese Anbindung, die haben die Tiere immer. Ja? Wenn ich mit meinem Kater sprechen könnte und ihn fragen würde nach Trennung und so, dann würde er mich anschauen. Was? Trennung? Hä? Gibt keine Trennung. Ich bin immer angebunden. Ja? Und dennoch hat er ein Ego, ja, und kann sich dementsprechend verhalten und kann Mäuse jagen und auch Mäuse quälen, aber die Anbindung ans Göttliche hat er nie verloren, ist immer da. Der muss auch nicht praktizieren. Der meditiert wahrscheinlich schon, nennt es aber nicht so, der döst halt. Ja, und der kann es aber nicht wissen. Und da sind wir bei Bewusstseinsarbeit und da steckt ja auch das Wort Wissen darin. Ja, es geht tatsächlich um Weisheit, um Wissen, um Wahrheit und wir müssen uns bewusst werden, dass wir Licht sind. Ist verrückt, ja, aus der Sicht wieder von meinem Philo, aber das ist halt unsere Aufgabe, unsere Bewusstseinserweiterung, zu erkennen, was und wer wir wirklich sind. Und dazu gehört eben auch, dass wir wissen, dass wir Licht sind, dass wir Liebe sind und dass alles andere eigentlich gar nicht real ist, weil das die Energie der Quelle ist. Und in Liebe hat die Quelle zugelassen, dass Wesen in der Trennung etwas anderes zu sein scheinen als Liebe und Licht, um eine lange Rückreise nach Hause zu erfahren. Ja, und dann kommen wir mal einfach zu den neuen Lichtwesen auf der Welt, zu denen, die gerade geboren werden. Ganz viele von ihnen sind ganz hohe Lichtwesen, insofern, als dass sie
ja, sich dessen gar nicht mehr bewusst werden müssen. Die kommen jetzt in der Zeit auf die Welt, mitten im Wandel, und wenn die anfangen, verantwortlich zu sein für ihr Leben, nämlich mit 14 Jahren, dann ist schon alles durch. Ja? Die sind nicht hier, um noch tief dunkle Erfahrungen zu machen. Die kommen quasi ohne Karma und die werden sich auch keins mehr wirklich aufbauen. Was sie aber machen, sie machen diese Lichtarbeit, und da muss ich zugeben, ist das Wort Arbeit eben ein Problem, weil sie arbeiten nicht, sondern sie sind einfach nur hier. Und nur durch ihre Anwesenheit bringen sie eine andere Energie hier rein und können auch diese Energien, diese kosmischen Energien viel besser verankern und senden auch ganz besonderes Licht automatisch an ihre Umwelt aus. Das ist ihr natürliches Wesen. Das müssen die nicht lernen. Und die haben auch ihr Licht nicht freiwillig verdunkelt, sondern sie sind eben, ja, jetzt kommt wieder dieses schreckliche Wort, weiter als die meisten von uns. Ja, und warum ist dieses Wort so schrecklich? Das Beispiel am neuntdimensionalen arcturianischen Rad fällt mir da ein. Die sagen immer wieder, irgendwann werden wir an ihrer Position stehen und ihnen helfen, aus der Dichte wieder herauszuwachsen und ihr Bewusstsein zu erweitern und eben aus einer sehr dichten Energie wieder herauszuwachsen, so wie sie es gerade für uns machen. Warum? Der neuntdimensionale arcturianische Rat ist aus dem arcturianischen System aufgestiegen. Und dort gibt es komplett andere Umstände als auf der Erde, selbst in dichten Bereichen. Dort wird Spiritualität gelebt und in Frieden erfahren. Also ganz andere Verhältnisse, als wir es hier haben, viel leichter aufzusteigen als hier. Und auch wenn sie gerade aus unserer Sicht uns vollkommen überlegen sind, in vielerlei Hinsicht fehlt ihnen die persönliche Erfahrung, in so einem System wie diesem hier aufgestiegen zu sein. Also, ja, wer ist weiter? Man kann es nicht sagen. Eindeutig sie erstmal jetzt aus unserer jetzigen Sicht, aber aus einer viel größeren Sicht vermutlich sogar wir. Ja? Und dann zählt es doch wieder nicht. Ja genau, da kann man sich viel Gedanken drüber machen, aber es ist auch in gewisser Weise müßig. Aber wegen der Tatsache, dass wir Licht und Liebe sind, es immer waren und immer sein werden, sind zum Beispiel spirituelle Praktiken auch nicht mehr so wichtig. Gibt auch genügend Texte, die uns das auch mitteilen, weil wir ab einem bestimmten Punkt einfach Licht und Liebe sein dürfen und sind und nicht verzweifelt versuchen, mit irgendeinem theoretischen Konzept dahin zu kommen. Ja? Ich habe gestern, glaube ich, auch einen Kommentar gelesen, da wollte jemand wissen, wie er schnellstmöglich, ja, wachsen kann. Ja, der Gedanke allein ist völlig irre, weil er ist ja schon das, was er sein möchte, er hat es nur vergessen. Und je krampfhafter man versucht, da Fortschritte zu machen, desto weniger wird es einem auch gelingen. Meine Heilpraktikerfreundin hat mal gesagt, 2 menschliche Schritte, 1 spiritueller. Das heißt, sei erstmal einfach der liebevolle, wertvolle Mensch, der du gerne sein möchtest. Und das kannst du ganz einfach. Ja? Sei einfach liebevoll, sei einfach freundlich und nett, schenk deinen Mitmenschen ein Lächeln. Und wenn du es schaffst, nicht mehr durch die Gegend zu rennen und alle zu bewerten und zu verurteilen und innerlich über Menschen zu schimpfen und dich aufzuregen und dich triggern zu lassen, dann kommen ganz automatisch andere Anteile von dir zu dir zurück und entfalten sich und entwickeln sich. Und dann wirst du wieder mehr zu dem, was du eigentlich bist. Und dann machst du auch in Anführungsstrichen spirituelle Fortschritte. Und der größte Fortschritt ist wirklich aufzuhören, sich zu viel Gedanken zu machen oder überhaupt zu denken, ja, da sind wir wieder, dass man Probleme mit dem Verstand lösen könnte. Es geht wirklich darum, dass man glaubt und vertraut, dass die Lösungen zu einem kommen werden.
Und zwar dann auch in Form von Gedanken, aber eben eher Gedankenblitzen und nicht einer Gedankenarbeit, sondern die Intuition tritt dann als Gedanke in unser Leben, sein Blitzgedanke, so wie ich sie auch während der Podcasts ständig habe. Und wenn man an diesem Punkt angelangt ist, dass man die Intuition wirklich kennengelernt hat und dass man mit ihr geübt hat und dass man eben weiß, wie das wirklich funktioniert, dann kann man ganz groß loslassen. Dann erleichtert das das Leben ungemein, weil man vor nichts mehr Angst haben muss. Man kann sich jederzeit sicher fühlen, weil man weiß, man wird immer getragen. Es kommen immer die richtigen Dinge zum richtigen Zeitpunkt zu einem und man muss sich nicht mehr organisieren, man muss nicht vorplanen, man muss sich nicht wegen einer falsch empfundenen Sicherheit verrückt machen. Das machen ja viele. Ja. Reden wir nur über Versicherungen. Ja. wegen was man allem versichert sein kann auf der Welt. Unfassbar. Ja. Alles nur fürs Ego, damit es sich sicher fühlt. Und eben ein wichtiger Punkt ist auch, aufzuhören, zu tun, als ob man jemand anderes wäre, sondern authentisch sein, seine Wahrheit leben, die auch manchmal hart ist. Ja? Aber je mehr man sich auch seine Fehler eingesteht und auch anderen gegenüber diese zeigt, desto mehr befreit es. Und dann muss man nicht mehr so viel Energie aufwenden, um irgendetwas vorzugaukeln, was man gar nicht ist, was man zwar hofft, dass man irgendwann ist, aber es noch nicht erreicht hat. Und das befreit ungemein, wenn man sich gegenüber und anderen gegenüber vor allem ehrlich ist. Und der Satz ist da ganz entscheidend. Wenn ihr eure Authentizität in den Mittelpunkt eures Handelns stellt, werdet ihr zur reinsten Ausstrahlung eures wahrhaftigen Lebensausdrucks. Die reinste Ausstrahlung unseres wahrhaftigen Lebensausdrucks. Und das ist es wirklich. Wir sind Liebe und Licht. Und wir dürfen uns bewusst sein, dass wir das jederzeit mit dabei haben. Wir müssen es nicht in gewisser Form aktivieren. Das können wir machen. Aber wir haben es immer dabei. Wir bringen überall, wo wir uns befinden, unsere Liebe und unser Licht mit ein. Und das macht in vielen Situationen den Unterschied. Und der Unterschied wirklich ist, es zu wissen, dass wir das die ganze Zeit ausstrahlen. Und dann müssen wir es auch nicht immer scheinbar aktivieren. Oh, jetzt habe ich wieder vergessen, Licht und Liebe zu senden an die und die Situation. Ja, das kann man machen. Aber man darf sich auch bewusst sein, dass man die ganze Zeit, und zwar global, erdumspannend, diese Licht und Liebe hier auf dem Planeten mit einbringt. Und dann muss man sich nicht mehr in den Kopf machen, dass man, an der Meditation müsste ich mitmachen und dann das müsste ich noch mitmachen und da müsste ich dabei sein. Sondern einfach, weil man ist, bringt man schon das Wertvollste mit, was man dem menschlichen Kollektiv hinzufügen kann. Ja, genau. Dann würde ich sagen, haben wir es wieder und ich freue mich auf morgen und mal gucken, worum es dann wieder geht. Dann haut rein, bleibt sauer, bis dann, ciao, servus, wuhu! 1 Siam-Katze denke, die gerade das Fauchen anfängt. Ich möchte das Video übrigens. Das ist echt stark. Bis dann.